Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 179. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir wissen nicht, was böse Menschen heute gegen uns planen. Aber wir können wissen, dass du alles weißt und dass du deine schützende Hände über uns hältst. Und dass der Satan uns niemals angreifen kann, ohne dass du uns alle nötige Kraft und Weisheit zur Verfügung stellst. So möchten wir dich bitten, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst, uns mit deinem heiligen Geist erfüllst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 22 bei der Geschichte des Königs Balak von Moab, der den Bileam anwerben will, um das Volk Israel, das an der Grenze zu Moab in, im Tal liegt am Jordan, zu verfluchen. Und wir lesen ab Vers 7. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Wahrsagerlohn in, ihrer in ihren Händen. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht, und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, was sind das für Leute bei dir? Und Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land, so komm nun und verfluche es mir, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Gott hat gesprochen, Gottes Meinung ist klar. Hier sollte eigentlich alles vorbei sein. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Und die Fürsten im Mobiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen: Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm: So spricht Balak, der Sohn Zippos, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen, und alles, was du mir sagst, das will ich tun so komm doch und verfluche mir dieses Volk. Biliam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, dass wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Hier wird ganz deutlich, Biliam kennt den Willen Gottes, er soll nicht gehen. Aber es wird auch deutlich, dass er unbedingt gehen will. Denn er wünscht sich, dass Gott seine Meinung ändert. Wie oft passiert es, dass wir vielleicht etwas nicht tun, weil Gott es verboten hat, aber wir wünschen uns, dass wir es tun können. Wie oft ist es so, dass wir vielleicht eine Sünde einfach nur deswegen nicht begehen, weil uns Gott es verboten hat, aber wenn wir es tun dürften, wir es sofort tun, tun würden. Weil uns der Wahrsagerlohn, in Anführungsstrichen, die Ehre, das, was wir durch diese Sünde bekommen könnten, so attraktiv erscheint. Und dann passiert etwas interessantes. Da kam Gott in der Nacht zu Bilem und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen, doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Ändert Gott seine Meinung, weil er sich vorher nicht genau im Klaren war? Nein, natürlich nicht. Seine erste Meinung war das, was er wollte. Aber Gott gibt uns die Erlaubnis zu tun, was wir möchten wenn wir bereit sind die konsequenzen dessen zu ertragen gott schenkt uns oder gibt uns das was wir wollen die israeliten wollten in der wüste sterben gott gab es ihnen und hier steckt es eine tiefe lektion wie wir sehen werden da stand bilam am morgen auf und sattelte seine esel und zog mit den fürsten im aber der zorn gottes entbrannte darüber dass er ging und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er beritt auf seiner Eselin und seine beiden Burschen waren bei ihm. Also, Gott will nicht, dass er geht. Er erlaubt ihm, dass er geht, aber will ihm jetzt etwas zeigen, nämlich, dass er eigentlich gegen den Willen Gottes handelt. Als nun um die Eselin den Engel des Herrn im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. William aber schlug die eselin um sie auf dem weg zu lenken halten wir fest gottes zorn ist entbrannt und der engel hat ein gezücktes schwert die eselin sieht das aber balak sieht es nicht und die eselin geht umher und dann heißt es weiter in Vers 24, da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Eine Mauer war auf dieser Seite, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Beliams Fuß an die Wand, da schlück er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zur rechten noch zur linken als nun die eselen den engel des herrn sah, fiel sie unter biliam auf ihre knie, da entbrannte der zorn biliams und er schlug die eselen mit dem stecken. hier entbrennt der zorn von zwei personen, von gott und von biliam. gottes zorn entbrennt und er lässt den biliam immer ausweichen, und der sieht gar nicht, dass er ausweicht. Er sieht gar nicht, dass Gott ihm entgegensteht, sondern er denkt, alles ist gut, dass er jetzt ausgewichen ist und ärgert sich noch über den Umweg. Er sieht nicht, dass Gott eigentlich nicht will, was er dort tut. Die Eseln sieht das sogar, aber er ist dümmer als ein Esel, weil er Gottes Wort verachtet und hofft, dass Gott irgendwie seine Meinung geändert hat. Wie oft haben wir das vielleicht schon in unserem Leben getan, dass wir wussten, Gott will etwas nicht und dann bitten und betteln wir so lange, dass wir uns irgendwie überreden, naja, vielleicht ist es doch Gottes Wille und wir tun es so halb oder ähm, vielleicht öffnen sich dann doch die Türen, aber es war gar nicht Gottes eigentlicher Plan. Und jetzt ist er zornig und jetzt schl schl schlägt er die Esel und achten wir, was passiert. Vers 28. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Biliam, Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Spätestens hier müsste der Biliam sich überlegt haben, was ist hier los? Die Eselin redet mit mir, aber er ist so zornig, dass er nicht einmal merkt, dass ein Tier mit ihm redet. Biliam sprach zu der Eselin, Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht. Der Herr, der Engel des Herrn. Hat ein Schwert in der Hand und hätte ihn schon längst umbringen können und hat es nicht getan. Hier sehen wir den Unterschied zwischen dem Zorn Gottes und dem Zorn des Menschen. Der Zorn Gottes ist langmütig und lässt den William den, 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 den gehen und wieder gehen und mehrere Gelegenheiten, ihn umzubringen, lässt er verstreichen, weil er ihm etwas zeigen möchte. Er möchte ihn erziehen. Aber der Zorn des Menschen ist blind und ohne Verstand. Und tötet diejenigen, die ihm eigentlich noch helfen. Die Eselin aber sprach zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag. War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten? Er antwortete Nein. Da enthüllte der Herr dem Biliam die Augen, und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, Lass uns lernen zu sehen, wenn du gegen etwas bist. Auch wenn wir es uns so sehr wünschen. Lass uns lernen, dass dein Zorn anders ist als der Zorn von Menschen. Und dass nicht alles, was du zulässt, das ist, was du dir eigentlich wünschst. Gib, dass wir zuerst nach deinem Willen fragen und nicht nach einer Möglichkeit, irgendwie einen Ausweg zu finden, sodass wir doch nach unseren Willen kriegen. Herr, verändere unser Herz. Durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.